Sei still! Hi ho, hi ho, wir sind... Länger werde ich diesen Bart nicht tragen. Allmählich kratzt er. Ah, schon besser. Ich werde alles verkaufen müssen. Er sieht entsetzlich aus. Entschuldigung. Was gibt's? Die Sonne scheint. Hip hip, hurra! Wer bist du? Ein Minnesänger? Ein Minnesänger? Ich mag Minnesänger. Ich glaube, nicht mal du kannst mich jetzt erheitern. Womit habe ich das verdient? Was genau ist das Problem? Bäume. Bäume? Bäume. Die großen braunen Dinger mit grünen Teilen dran? Bäume, genau. Wie kann denn ein Baum ein Problem sein? Es sind nicht alle Bäume, nur die hier in der Gegend. Ist es wahr, dass man das Alter eines Baumes an der Zahl seiner Ringe ablesen kann? Natürlich. Was ist denn an diesen Bäumen so besonders? Sie haben so eine Art magischen Schutz über sich. Die Schläge meiner Axt prallen einfach ab. Hast du die Axt auch richtig herumgehalten? Ich habe versucht, sie auf jede erdenkliche Art zu halten, aber ohne Erfolg. Hört sich an, als ob es sich um Gummibäume handelt. Ja, das habe ich erwartet. Wer würde einen Baum magisch beschützen? Zauberer sind ein komisches Volk. Wer könnte ihre Motive verstehen? Nun, ich bin ein Zauberer. Mir ist nicht nach Witzen, Minnesänger. Warum gehst du nicht in einen normalen Wald zurück? Weil mein ganzes Geld in diesem Haus steckt. Ich kann es mir nicht leisten, zurückzugehen. In der Broschüre sah es aus wie ein wahres Holzfällerparadies. Jetzt weiß ich, warum keiner sonst hergekommen ist. Ich wette, du kommst dir so richtig dumm vor. Okay, jetzt reite nicht dauernd drauf rum. Es muss etwas geben, was du tun kannst. Das Einzige, das mir helfen kann, ist eine Axt aus Milrit. Milrit? Es ist eine Abart von Mithril und es ist das härteste bekannte Metall. Nun, da hast du es. Problem gelöst. Gar nicht wahr. Milrit ist unglaublich selten. Ich kenne noch nicht mal einen, der es gesehen hat. Selten? So wie Gehaltserhöhungen und so? Eigentlich nicht. Selten wie ein ehrlicher Immobilienmakler. Ich habe mit den Zwergen geredet, doch sie haben nur gelacht und mir diesen Metalldetektor gegeben. Wie kommt ein Metalldetektor in diese Dimension? Was machst du in dieser Dimension? Für das Wohl der Menschen arbeiten. Dieser Metalldetektor erkennt Metall. Warum nimmst du ihn nicht und suchst die Gegend nach Milrit ab? Du würdest auch nicht schlechter als ich abschneiden. Okay. Warum